So Leute, ihr seht schon im Titel heute was für mich ziemlich Besonderes. Double Masters VIP Edition Booster. Ja, das passt halt auch in diese Booster-Opening-Tage, sage ich mal. Einfach auch nur, weil es ist ja theoretisch ein Booster und müsste dafür eigentlich ein eigenes großes Video machen, aber es ist nur ein Booster. Aber das möchte ich ein bisschen genießen. Twice as nice. Ja, Double Masters, alles doppelt, Dinge doppelt, alles doppelt. Gucken wir uns diese Verschwendung der Verpackung mal an. Na, komm schon. Na, komm schon. Ich bin zu doof dafür. Ich mach's jetzt einfach kaputt. Das hat's halt so. So. So, alles geöffnet ohne Probleme. Was haben wir jetzt hier? Ah, okay, ich dachte, die werden jetzt nochmal in einem richtigen Booster verschweißt, aber das ist einfach nur so ein Packen an Karten. Ist noch irgendwas drunter? Nö. Einfach nur dieses Packaging. Okay, Müll. Dann mehr Müll. Wir haben heute ein, ich glaube, knapp 30 Kartenbooster vor uns. Gucken wir uns mal an, was wir dort haben. Wir haben Avagen Restoration, Sanctum Gargoyle, Balduvian Rage, Metallic Rebuke, Glaze Fiend, Chatter of the Squirrel, geiles Artwork. Richtig geiles Artwork. Mir Retriever, coole Karte. Driver of the Dead, Artwork. Eager Construct, sagt mir gar nichts. Ich weiß gar nicht mal, wo das her ist. So, unsere erste Ankamen. Ab hier fange ich dann an vorzulesen und zu gucken. Wir haben Invigorate, ein grünes, zwei farblose Instant. Eine Kreatur kriegt +4/+4 bis zum Ende des Zuges und wir können 3 Leben bezahlen, um diese Karte zu spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, solange wir einen Forest kontrollieren. Throne of Geth, aha, 2 Mana tappen, man kann eine Karte Fakt opfern und proliferaten. Es wird im Death Shadow im Legacy gespielt. Pongify, coole Karte. 1 Mana, man zerstört eine Kreatur, sie kann nicht regeneriert werden und der Beherrscher kriegt einen 3-3 Affen. Einfach nur ein geiles Artwork. Treasure Keeper, oh Gott. 4 Mana 3-3, wenn er stirbt, zeigt man die obersten Karten seines Decks vor, bis man eine Nicht-Land-Karte Mana-Kosten 3 oder weniger vorzeigt. Diese Karte kann gespielt werden, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Danach wird geschaffelt und runtergesetzt. War nicht bad. Enlargen, 5 Mana, eine Kreatur kriegt +7/+7 bis zum Ende des Zuges und Trampel. Und die muss geblockt werden, wenn möglich. Okay. Penta Prism, 2 Mana Artefakt mit Sunburst. Wenn man da verschiedene Mana für bezahlt, kommen da verschiedene Marken drauf. Also nicht verschiedene, sondern mehr Charge Counter. Mehr Marken, so. Man kann Charge Counter runternehmen und Mana beliebiger Farbe bekommen. Der ist ankam. Okay, der war mal, glaube ich, rare. 3 Mana 3-1 mit Blood Rush. Man kann die Karte abwerfen, um einer angreifenden Kreatur +3/+1 zu geben. Und immer wenn eine oder mehr Kreaturen dem Gegner Kampfschaden zufügen, während der im Friedhof liegt, kann man 3 Mana bezahlen und den aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Obliate. Oh, nice. Obliate war jahrelang richtig arschteuer. Mal gucken. Das ist ein Pauper-Staple. 2 schwarze, ein farbloses Enchantment. Wenn das Ding ins Spiel kommt, faced man eine Kreatur raus, bis diese Karte das Spielfeld verlässt, dann faced alle Karten wieder rein. Phasen ist halt in dem Moment cool, weil da halt auch Ausrüstungen und Auras und so weiter mit rausgehen. Das ist schon nicht schlecht. Und unsere erste Rare ist der Magus of the Abyss. 4 Mana 4-3 zu Beginn der Upkeep zerstört man nicht Artefaktkreatur, die ein Spieler, die dieser Spieler kontrolliert. Das kann er selber aussuchen. Und es kann nicht regeneriert werden. Und unsere zweite Rare ist eine Darksteel Forge. 9 Mana Artefakt. Artefakte, die du kontrollierst, sind unzerstörbar. Und jetzt kommen. Okay, Exploration ist unsere erste Boxtopper Full Art Foil. Ein grünes, man kann ein zusätzliches Land diese Runde spielen, jede Runde. Zu Enchantment. Und unsere zweite ist Expedition Map. Okay. 1 Mana Artefakt, 2 Mana Opfern, man durchsucht sein Deck nach einer Landkarte, zeigt sie auf dem Vor, nimmt sie auf die Hand und mischt danach sein Deck. Jetzt kommen Länder. Und hier hinten kommen 2 Foil-Länder. Einmal Zendikar,
einmal unhinged, glaube ich, genau wie diese Länder ja auch teilweise aus unhinged sind. Dann haben wir zwei Token, Treasure Topter, Squirrel Elemental. Ja, das ist ein VIP-Booster. Ich glaube sogar ein ziemlich schlechtes. Aber das sind wir ja gewohnt hier am Channel. Naja, so viel dazu. Meiner Meinung nach sind die VIP-Booster eine coole Sache, aber nicht wirklich was wert. Ich sehe auch gerade, die sind unterschiedlich geschnitten. Diese Karten hier sind anders geschnitten als der Rest. Was zur Hölle? Naja, ich will euch nicht länger langweilen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hab ich's seht. Ciao, ciao.